Also mein Name ist Carsten Kemmling von segelreporter.com. Ich bin hier bei der Standard-Laser-Weltmeisterschaft in Boltenhagen. Heute ist der dritte Tag vorbeigegangen. Es war ein bisschen leichter Wind, aber der nachher von zwischen 6 und auf 16 Knoten auffrischte. War ein guter Tag, der mit den Highlights beendet wurde, dass Tom Slingsby, der Weltmeister, nach wie vor eine sehr überlegene Führung innehat. Negativpunkt war der Olympiasieger Paul Goodison, hatte seine dritte gelbe Flagge, ist damit raus aus dem Rennen. Und damit hat sich schon das Vorderfeld für die Weltmeisterschaft formiert. Tom Burton, you did pretty well in the first two days. Now you had the third day in the Laser World Championship, and how did it go for you today? Not as good as the first two days. I think, I was just around the mid-fleet both races, so I was playing maybe a little bit too conservative today and I got punished for it. Andrew Maloney, third day of the Laser World here in Boltenhagen. How was your day for today? I started off with a pretty solid race in the first one, had a good first beat and was amongst the top five the whole race, which was good. Second race, had a bit of a shocker in the start and just had to sail through the fleet, and I think I got a respectable finish in that one, but nothing great. Tag heute, wie ist es gelaufen? Heute war ein bisschen weniger Wind an den ersten, ein bisschen mehr Wind als an den ersten beiden Tagen, oder? Ich würde sagen, war eigentlich ganz gut. Sechsten Platz im ersten Rennen und nach einem sehr guten Start im zweiten Rennen hat es immerhin noch für den 12. Platz gereicht. Wäre zwar mehr drin gewesen, aber kann man nicht meckern. Was passiert? Konntest du richtig traumhaft vom Feld crossen, also unten starten und am ganzen Feld vorbei? Ja, genau so war es. Also der Start war ideal eigentlich. Und dann wollte ich eben diesen Cross machen nach rechts, weil ich von der linken Seite ein bisschen Abstand nehmen wollte. Aber irgendwie kann man halt nicht damit rechnen, was man im ersten Rennen für Erfahrung gesammelt hat. Das ist immer ein bisschen anders als... Es gibt keine Regeln, es ist immer so. It's amazing when it gets light, everyone's just as quick as everyone else, so it's a lot closer to the racing and I mean, anyone can have a good race, so you have to be on your toes for the whole regatta. It's unbelievable, like Tom Slingsby did do in the big wind stuff very good, and now he might be leading still in the light wind stuff. Is it all close together right now? Or? Yeah, everyone's really close in the light winds. Like in the breeze, there's some people with speed advantage and they can get a gap on the rest of the fleet. But in the light stuff, everyone's just as fast. And coming into the top mark, everyone's right next to each other. So it's really tight racing, yeah. Ja, also generell sind natürlich alle oder die Speedunterschiede von allen ziemlich gering. Dann entscheidet halt mal die Taktik. Und wenn hier so unkonstante Bedingungen sind, dann wird das natürlich alles noch schwieriger. Und da ich nicht einer der leichtesten im Feld bin. Was wiegst du? So 86. Wow. Da macht es natürlich die Sache nicht unbedingt leichter. Yeah, it's very, very patchy and very shifty. Like the left will look good and then the right will look good. So I think both races I started towards the middle and finished in the middle. So I think it was pretty much left-hand side favored today and the left-hand side was pretty strong.